Ja, ihr lieben Geschwister, ich denke, dass es eine gewisse Logik hat, nachdem wir heute Vormittag festgestellt haben, dass es eben Verführung in der endzeitlichen Gemeinde gibt, dass die Bibel das auch lehrt, dass da falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Apostel in der endzeitlichen Gemeinde auftreten, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen, dass wir uns dann auch Gedanken machen, ja, wenn ich verführt bin, wenn ich gemerkt habe, ich bin vielleicht da als junger Christ, so wie es uns ging, in eine Verführungsströmung hineingekommen und merke erst jetzt, mir dämmert allmählich, da stimmt was nicht, ich bin in einen unbiblischen, verkehrten Kreis hineingekommen, da gibt es falsche Lehren, falsche Praktiken, die mit Gottes Wort nicht übereinstimmen. Ja, was mache ich dann? Wie kann ich frei werden aus dem Fallstrick der Verführung? Das soll uns heute Nachmittag beschäftigen, diese Fragestellung. Und ich denke, dass viele von uns, die wir hier in diesem Saal anwesend sind, sich mit dieser Frage beschäftigen oder beschäftigt haben. Für uns war das auch ein Punkt, wo wir existenziell getroffen wurden vor vielen Jahren, genauer gesagt 1990, das sind also jetzt schon 33 Jahre her, wo wir als Charismatiker, die eifrig und überzeugt diesen ganzen Lehren gefolgt waren, die in Zungen geredet haben, wie es sich gehört und versucht haben, irgendwelche Eindrücken hinterher zu jagen und die auch geglaubt haben, dass da Apostel und Propheten sind, denen man sich unterordnen muss, ja, dass uns dann gedämmert ist, wir sind verführt. Und das ist ja eine erschütternde und manchmal sehr, sehr schwierige Erfahrung. Das ist etwas, was unseren Glauben ein Stück erst einmal auch erschüttern kann. Und ich weiß noch bei mir, dass ich damals wirklich gemerkt habe, das sind falsche Geister, falsche Lehren, wo ich dann gebetet habe, Herr Jesus, bewahr mir meinen kindlichen Glauben an dich. Weil ich einfach gedacht habe, alles wurde uns irgendwie mit Bibelworten erklärt, es klang alles biblisch, wir haben das gar nicht durchschaut, dass da Dinge so falsch waren und jetzt plötzlich merkt man, ja, das ist der Feind. Und als junger Christ, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, ja, also eine Verführung, ich habe ja den Heiligen Geist, die werde ich sofort erkennen. Wenn da ein Dämon sich offenbart, dann läuft mir kalt den Rücken runter und mich kribbelt und ich merke sofort, aha, das ist es jetzt. Ja? Und es war nicht so. Ich habe auch gedacht, oh, ein Dämon wird nie den Namen Jesus rühmen oder das Blut Jesu Christi rühmen. Es waren so heidnische, abergläubische Vorstellungen. Und das alles hat mich gehindert, biblisch zu prüfen und zu unterscheiden, dass ich tatsächlich in einer Verführung war, wo man den Namen Jesus am laufenden Band rühmt und das Blut Jesu auch und wo Dämonen wirksam sind und es läuft mir gar nicht kalt den Rücken runter, sondern ich merke gar nichts. Ja? Das ist erstmal erschütternd, das ist erstmal schwierig, solche Erfahrungen überhaupt zu verarbeiten. Und es ist gut, wenn wir da auch in eine heilsame Krise kommen. Aber wichtig ist, dass sie heilsam ist. Ich fürchte, manche, die sich in diesen charismatischen Kreisen bewegt haben und vielleicht gar nicht wiedergeboren sind, die haben gemerkt, da stimmt was nicht und die sind einfach, haben die Reißleine gezogen, sind verschwunden, irgendwohin in den Unglauben, in die Welt wieder zurück und haben eigentlich nicht wirklich diese heilsame Buße erlebt, die Gott eigentlich von uns haben möchte. Und das ist eben so ein Punkt, dann müssen wir ganz neu Buße tun vor dem Herrn Jesus. Wir müssen uns ausrichten auf ihn. Wir müssen ganz neu das Wort Gottes erforschen. Und ich denke, das ist das, was uns auch heute Morgen hoffentlich bewusst geworden ist, dass das Wort der Wahrheit, die gesunde Lehre der Schrift, genau das ist, was uns Halt und Orientierung geben kann, wenn wir merken, ich bin letztlich von falschen Lehren und von falschen Lehrern und Propheten irregeführt worden. Ja? Das allererste ist, dass man sich beugt und Buße tut. Das allererste ist, dass wir auch erkennen, und das war für mich seelsorgerlich ganz wichtig, ich bin kein unschuldiges Opfer gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war kein unschuldiges Opfer. Ich war hochmütig. Ich wollte gerne ein Superchrist sein, der neue Worte Gottes weitergibt
und auch Offenbarungen hat. Das hat meinen religiösen Ehrgeiz, mein Fleisch gekitzelt. Und ich habe mich diesen Dingen geöffnet, obwohl ich gewarnt wurde, als junger Christ von 2 Jahren etwa im geistlichen Leben. Und ich musste danach zerbrochen vor dem Herrn Buße tun über Fehlhaltungen von mir. Ja? Und ich denke, es ist in seltenen Fällen so, dass man sagen kann, ich bin ein reines Opfer von Verführern. Ganz oft gefällt unserem Fleisch einiges an dieser Verführung. Sie bietet ja viel Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, das Kreuz zu umgehen, angesehen zu sein, tolle Dinge zu erleben, seine eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Ja? Und da müssen wir, wenn wir frei werden wollen, Buße tun und nüchtern sein und auch in eine Selbstprüfung hineinkommen. So viel vielleicht mal am Anfang. Ich möchte am Anfang ein Bibelwort mit uns lesen, das letztlich auch ein Stück diesen Titel des Vortrags mit bestimmt hat, und zwar aus 2. Timotheus 2, ab Vers 23. Der Apostel Paulus sagt da dem Timotheus: Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Das ist übrigens auch wichtig, wenn wir uns mit Christen beschäftigen, die verführt sind. Es ist nicht richtig, es ist nicht gut zu streiten. Es ist nicht gut, jemanden anzugreifen. Es ist nicht gut, irgendwo einfach nur Kritik zu üben, sondern das, was eigentlich Gott möchte, ist, dass wir in Liebe und Ruhe die Wahrheit bezeugen, so wie sie die Schrift bezeugt und so wie sie uns bewusst geworden ist. Ja? Und dann bei diesem Zeugnis müssen wir es auch lassen, wenn uns widersprochen wird, sollten wir nicht in Streit geraten. Ja? Da liegt nach meiner Erfahrung keine Vollmacht und kein Segen drauf, wenn wir um Worte streiten. Ja, aber dann geht es weiter. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Ja, aber dieses Bibelwort wollen wir etwas nachdenken, weil darin etwas Wichtiges uns gezeigt wird über die Funktion von Verführung. Ein Verführter, gerade auch einer, der in der Charismatik verführt wurde, aber Ähnliches gilt zum Beispiel, was weiß ich, für Allversöhnung, für Ökumene, für Katholizismus, für Zeugen Jehovas. Ein solcher Verführter ist zunächst einmal auch ein Stück verblendet. Ich habe das schon erwähnt, 1. Timotheus 4,1 sagt, die Verführung geschieht durch das Wirken irreführender Geister und von Lehren von Dämonen. Und Dämonen sind Geistesmächte. Dämonen sind listige Geisteswesen, die Macht ausüben können über das Herz, wenn es ungereinigt und ungeheiligt ist. Die Gedanken steuern können und die auch ein Stück Blindheit bewirken können gegenüber dem Wort und der Wahrheit Gottes. Ich entsinne mich noch gut, wie ich als Pfingstler mal auf der Buchmesse in Frankfurt war und war dort für einen Verlag beruflich tätig und habe mir gedacht, wunderbar, jetzt fastest du mal und in deiner Freizeit im Hotel studierst du den Epheserbrief, weil ich einfach gespürt habe, da sind ganz wichtige geistliche Wahrheiten drin im Epheserbrief. Und ich bin dann da hingesessen am Abend nach der Arbeit und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe gemerkt, da sind wichtige Lehren drin, ich konnte sie nicht fassen. Ich habe nach einer Stunde oder so resigniert aufgehört, habe die Bibel zugeklappt, habe gedacht, gut, es geht jetzt nicht. Ich kann nicht richtig klar denken. Ja? Und das ist etwas, was mir im Nachhinein aufgefallen ist. Dieser falsche Geist bringt eine Art Verblendung über die, die sich ihm geöffnet haben, sodass sie die Wahrheit der Schrift nicht mehr klar und richtig erkennen können. Und das ist auch typisch für die Charismatik. Man pflückt sich einzelne Bibelstellen raus, Verheißungen, irgendwelche schöne Worte. Dir wird Freiheit gegeben, dir geht's gut und so weiter. Und das nimmt man dann, aber man kann nicht
Zusammenhänge herstellen, die Bibel studieren, verschiedene Bibelstellen vergleichen und eine tiefere Lehre daraus ziehen, der Geist verwirrt einen, sodass man da gar nicht zu klaren Schlussfolgerungen kommt. Und das war mir so deutlich, wir haben dann irgendwann Buße getan, 1992, und haben wirklich diesem falschen Geist abgesagt, haben uns davon losgesagt im Namen Jesu Christi, von dem Zungenreden, von den Handauflegungen, von diesen ganzen Dingen. Und das war wie wenn ein Schleier von unserem geistlichen Auge weggenommen würde und wir haben plötzlich die Lehre der Schrift verstehen können. Ja? Also eine ganz deutliche Sache, es gibt so etwas wie eine geistliche Blindheit. Der Apostel Paulus sagt ja in 2. Korinther 4, dass bei den Ungläubigen der Satan die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, damit sie die Wahrheit nicht erkennen. Etwas Ähnliches geschieht, wenn ein Gläubiger einen Irrgeist annimmt und eine falsche Lehre annimmt, die von falschen Geistern stammt. Er wird ein Stück blind, nicht völlig blind, aber er wird blind und kann nicht mehr klar sehen, was die Wahrheiten der Schrift angeht. Und das ist eben auch so ein Punkt, das ist auch so eine Frage, die manche so stellen, ja, kann denn ein Gläubiger überhaupt einen falschen Geist empfangen? Das steht ja in 2. Korinther 11 und wir werden das noch genauer betrachten. Ja, er kann einen falschen Geist willkommen heißen und sich ihm öffnen. Der Geist kann ihn nicht besessen machen oder besitzen oder in ihm wohnen, aber er kann ihn beeinflussen und zwar mächtig. Ja? Und das ist genau der Punkt. Und dafür muss aber der Gläubige dahin verführt werden, diesen Geist einzuladen. Jemand, der kritisch ist, habe ich immer wieder bemerkt, jemand, der in den charismatischen Gottesdienst gekommen ist und der war beunruhigt und hat gesagt, Herr Jesus, wenn das nicht von dir ist, dann lass hier nichts passieren. Dem wurden die Hände aufgelegt, der ist weder umgefallen, noch hat er in Zungen geredet, ist einfach nichts passiert. Ja? Aber sobald du dich öffnest und das Ganze willkommen heißt, dann kommt auch eine geistliche Belastung, ein Geisteseinfluss in das Herz und Leben eines wiedergeborenen Christen. Der Heilige Geist wird betrübt und gedämpft und dieser falsche Geist fängt an zu reden und zu wirken. Du hast plötzlich Gedanken und Visionen und Eindrücke, die du vorher nie hattest. Und auf der anderen Seite geht dir Licht verloren über die Lehre und die Wahrheit des Wortes. Das sind diese Wirkungen eines Verführungsgeistes und dabei ist es jetzt ganz unerheblich, ob das jetzt, ich nehme jetzt mal die Charismatik, das ist das, was am meisten vorkommt, aber dasselbe gilt auch für den Katholizismus oder andere solche Verführungsströmungen, dass da letztlich ein Stück geistliche Blindheit erzeugt wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir, wenn wir Zeugnis geben als ehemalige aufgewachte Charismatiker, unseren lieben Mitgeschwistern, warum die oftmals da völlig verständnislos reagieren und einen sogar ärgerlich sind, wenn man da Zeugnis gibt, du bist verführt. Ja? Und ganz ehrlich, wo ich voll in der Pfingstbewegung drin war, wenn man mir so mein dickes Buch gegeben hätte, das ich dann ein paar Jahre später geschrieben hätte, ich hätte das mit spitzen Fingern in den Abfalleimer geworfen. Ja? Ich hätte es nicht mal angeguckt aus Sorge, dass ich meine Salbung verliere und meine geistlichen Erleuchtungen. Ja? Und wisst ihr, das ist auch zum Beispiel so eine Sache, dieser Schwarmgeist bläht die Leute auf, sie werden hochmütig bis zum geht nicht mehr. Wir haben runtergeschaut auf die bibeltreuen Christen, die nur die Bibel haben. Wir waren die Überchristen, die das Siegesleben hatten, die Fülle, die Erkenntnis. Wir wissen, wie man den Satan bindet und austreibt und wir haben die Gnosis und die anderen haben nur die Bibel. Die kommen vielleicht gerade so in den Himmel. Aber wir sind die Superchristen, Gottes Armee, die Eroberungen für das Reich Gottes macht. Ja, das waren so die Gedanken. Ich habe gedacht, ich muss jeden bekehren zum Charismatismus. Ja? Und solange jemand unter diesem schwärmerischen, unnüchternen, trunkenen Geist ist, kann man ihn auch nicht überzeugen. Man sollte ihm trotzdem in Liebe sagen, ich glaube, du bist verführt. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn der einem dann ins Gesicht springt oder zumindest sagt, ja, ich glaube, du bist ganz arm dran, ja, und vielleicht ein bisschen psychisch krank oder was weiß ich. Ich meine, ein richtiger Vollblutpfingstler wird sagen, der Rudolf Eberzeuser ist vom Glauben abgefallen, hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und ist schon längst in der Hölle. Ja. Manche Pfingstler haben auch schon echt Ausgetretene verflucht.
Ja, ich habe von einem Fall gehört, der hat gesagt, ja, mein Vater und mir ist nichts passiert, die waren nämlich ausgetreten, aber die Leute, die uns verflucht haben, der eine ist bald gestorben und der andere ist dann schwer krank geworden und für die sah es nicht so gut aus, ja, weil die Bibel sagt, ein Fluch, der nicht verdient wird, der trifft auch nicht ein. Ja? Also das sind so Dinge, es ist also so, dass da, solange man unter der Verblendung ist, kann man die Wahrheit nicht annehmen. Ja? Aber vielleicht erinnert sich jemand, wenn er später mal in eine Krise kommt und denkt, ah, da hat mir mein Bruder da sowas gesagt, vielleicht hat er doch recht gehabt. Ja? Und deswegen ist es auch gut, trotzdem Zeugnis zu geben, aber man braucht nicht meinen, dass man da durchkommt, solange jemand ungebrochen unter diesem Geisteseinfluss steht. Ja? Der ist voll überzeugt und lässt sich nicht vom Gegenteil überzeugen. Das ist ja typisch, man denkt, man hat eine Offenbarungserkenntnis, eine höhere Erkenntnis als der normale Christ. Ja? Aufgepasst, das ist die Falle des Teufels. Einer von diesen Fallstricken des Teufels. Ja? Das ist ja ein Plural hier in dem Bibelwort. Also es geht praktisch darum, der Teufel hat einen Christen mit Fallstricken gefesselt und gebunden. Natürlich glaubt kein Christ, dass er gebunden ist, aber Tatsache ist, dass diese Verführungsgeister tatsächlich einbinden und fesseln, sodass man in bestimmte Verhaltensweisen hineinkommt, die unbiblisch sind und aus denen gar nicht mehr ohne weiteres herauskommt. Und es ist eben auch so, es ist ein Fallstrick. Ja? Eine Falle ist ja oftmals so, entweder wird sie einfach so getarnt, dass man gar nichts sieht, oder es ist sogar ein Köder drauf, sodass das Tier praktisch denkt, oh, hier gibt es was besonders Gutes zu futtern, wie der Käse bei der Mausefalle, und prompt schlappt sie zu und dann ist derjenige gefangen. Und das ist auch so ähnlich, arbeitet der Feind auch eben mit den Verführungen in der Christenheit. Er bietet etwas an, zum Beispiel bei der Charismatik, eben aufregende Gefühle, ekstatische Hochgefühle, angeblich Befreiung von allen Problemen. Wenn du richtig glaubst, bist du gesund und wirst frei von allen deinen Krankheiten und Nöten. Wenn du richtig glaubst, hast du Erfolg. Das sind so Köder, Köder des Teufels. Und wenn man da drauf reinfällt, dann kommt man in eine Falle, wo man letztlich nicht mehr so ohne weiteres aus eigener Kraft rauskommt. Ja, da kann uns nur der Herr rausführen dann. Und es ist Gnade des Herrn, wenn wir rauskommen. Ja? Aber hier wird uns auch gezeigt, wie wir beten dürfen für irregeführte Geschwister, die wir vielleicht kennen. Es ist auch wichtig, dass man das nochmal deutlich sagt. Also manche denken vielleicht, ja, der Rudolf Ebertshäuser, der verreißt die Charismatiker in der Luft und kritisiert sie gnadenlos und bekämpft sie. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? Sondern ich war ja selber einer, ich wäre ja völlig heuchlerisch, wenn ich das machen würde. Nein, sondern es geht darum, wenn wir unsere Geschwister lieben, die in einer Verführung gefangen sind, dann sollen wir ihnen die Wahrheit bezeugen aus Liebe zu ihnen und wir sollen für sie beten. Und das ist genau das Gebetsanliegen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus. Ja, so dürfen wir beten. Nüchtern werden heißt auch eines, ja, was ich vorher schon gesagt habe, wenn du unter dem Geist bist, dann bist du ein Stück betrunken. Ne? Betrunken in dem Sinn, du siehst die Dinge nicht mehr klar und nüchtern, sondern du hast ein verzerrtes Bild von der Realität und du steuerst einen unklaren Kurs, bis der Herr dich wieder neu ausrichten kann. Ja? Also man muss aus diesem Rausch sozusagen aufwachen und merken, das war gar nicht das Echte. Und das sind oftmals Krisensituationen, die so etwas auslösen. Wenn zum Beispiel ein charismatischer Christ schwer krank wird und die ganzen Heilungszeremonien nutzen nichts und dann sagt der Guru zu ihm, ja, du hast wahrscheinlich falsch geglaubt, ja, oder du hast Sünde in deinem Leben, deswegen funktioniert mein Heilungsgebet nicht. Das sind so Punkte, wo vielleicht manche mal nachdenken. Ja. Oder dass lauter Prophetien ausgesprochen werden, die sich offenkundig nicht erfüllen. Ja, war bei uns auch so ein Fall in der Krise, wo wir dann rauskamen, dass man plötzlich gemerkt hat, da sind riesige Prophetien ausgesprochen worden und die sind in sich selber zusammengefallen. Ja,
Bloß mal so als Beispiel, der Hermann Riefle, der große Oberapostel, hat da eben gesagt, ja, es wird, Gott hat geoffenbart und Yonggi Cho hat es bestätigt, dass eine Medienakademie in Altensteig entstehen soll, die europaweit christliches Fernsehen fördert. Und Gott hat es schon den Leuten gezeigt. Und dann wurden da 2 Millionen Mark für die Medienakademie gesammelt und dann hat man ein Studio eingerichtet für viel Geld und plötzlich war Altensteig beinahe pleite, JMS Altensteig. Und dann wurde das ganze Projekt ganz schnell eingestampft, die Leute, die da im Glauben woanders gekündigt hatten, wurden entlassen und dann wurde von der Medienakademie nichts mehr gehört. Und dann haben wir uns auch gefragt, ja, was ist jetzt los? Keine Rechtfertigung, keine Antwort, ja, nichts. Die 2 Millionen waren einfach weg und die Vision war auch weg. Aber der Apostel war natürlich immer noch ein Apostel und der Prophet immer noch ein Prophet. Ja, ja, dann fragt man sich schon, was ist denn da los? Ja? Aber das sind so Dinge, solche Widersprüche, solche Krisen, wo man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann erst kann auch ein Charismatiker, der überzeugt ist, der ein Stück in diesem, unter diesem Geisteseinfluss steht, erreicht werden, dass man sagt, schau, jetzt denk mal nach, jetzt prüf mal am Wort. Ja? Und dann kann man mit den Leuten reden. Ja? Und das sage ich, wie gesagt, ganz liebevoll. Ich war selber so einer, der, mit dem man nicht hätte reden können in meiner Hochzeit. Ja? Da hätte ich sowas von mir gewiesen. Ja? Das liegt am Menschen, dass wir leicht verführbar sind. Das ist unsere sündige Natur. Ja? Da sind wir alle im Grund gleich. Ja, deswegen mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Und was nötig ist zur Befreiung, ist Buße. Ist auch so ein Wort, ne? Hört man, glaube ich, jetzt nicht so arg oft. Also bei den Charismatikern habe ich hauptsächlich stellvertretende Buße für die Sünde von Nationen gehört, aber es ist nicht so arg viel persönliche Buße über wirkliche Fehlhaltungen. Aber auf jeden Fall, das ist eigentlich nötig, dass ich selber zur Umkehr komme, dass mein Denken sich ändert, meine Herzenshaltung sich ändert, damit ich von diesem verführerischen Geist und diesen verführerischen Lehren wirklich frei werden kann. Und dazu gehört eben auch, dass ich erkenne, wo bin ich selber reingetappt, weil ich Lust dran hatte, weil ich das toll fand, was da mir angeboten wurde. Ja? Wir müssen die Wahrheit erkennen. Das, was uns frei macht, ist die Erkenntnis der Wahrheit. Das steht auch in diesem Vers 25 drin. Und das erinnert mich an Johannes 8. Und das ist eben diese wunderbare Verheißung ab Vers 31, die der Herr Jesus seinen Jüngern gibt. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Samen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Also der Schlüssel zur Befreiung ist die Wahrheit und der Schlüssel dazu ist das Wort. So wie es in Johannes 17 steht, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ja? Und deswegen, wenn wir frei werden wollen, dann müssen wir das Wort Gottes studieren. Wir müssen es erforschen. Wir müssen darum beten, dass Gott uns Licht gibt aus seinem Wort. Gerade wenn wir von solchen schwärmerischen Einflüssen beeinflusst sind, müssen wir ernstlich um Licht beten und wirklich auch sagen, Herr, reinige mich und befreie mich von allen unguten Lehren und Geisteseinflüssen und gib mir einen unverstellten Blick auf deine Wahrheit. Ja? Das ist das, was im Grunde auch in 2. Timotheus 2 da ein Stück ausgeführt wird. Ja? Und dann kann uns der Herr Gnade geben, dass wir die gesunde Lehre erkennen. Ja? Das ist ja ein wichtiger Begriff. Ich möchte mal gerade in 2. Timotheus 1 das lesen, was das so ein bisschen verwandt dazu ist. Vers 13 und 14, das ist das, was uns frei machen kann. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Ich finde es so schön, weil das ein Stück zeigt, was Lehre ist. Ja? Das Muster der gesunden Worte. Ich habe das schon im Gespräch jetzt mal gesagt, die biblische Wahrheit über bestimmte Dinge, zum Beispiel jetzt auch was falsche Propheten angeht, finden wir nicht an nur einer Stelle, kaum einmal, fast nie. Sondern die biblische Wahrheit ist immer eigentlich verteilt, geoffenbart in verschiedenen Aspekten an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel in den Briefen, in mehreren Briefen. Ja, ich kann also erst ein Gesamtbild bekommen, zum Beispiel über die Lehre von der Taufe oder auch über die Lehre, wie empfange ich den Heiligen Geist, wenn ich 4, 5, 6 wichtige Bibelstellen aus dem ganzen Neuen Testament zusammentrage und dann schaue, was für ein Muster ergibt es? Was sagen die Sachen aus? Wie ergänzen sich die einzelnen Bibelstellen untereinander? Und dann kommt ein Gesamtbild raus, das in sich klar und stimmig ist. Und dann weiß ich, das kann ich lehren. Das ist jetzt biblische Lehre. Ja? Dagegen, wenn ich nur eine Bibelstelle rausnehme und fantasiere dann alles Mögliche rein und lege irgendwas rein, was ich gerne haben möchte oder was ich mal irgendwo in einem Buch gelesen habe, das ist keine gesunde Lehre, sondern das ist krank. Ja? Und es ist interessant, falsche Lehre macht geistlich krank. Gesunde Lehre ist auch gesund machende Lehre. Die macht geistlich gesund. Ja? Die stärkt den inneren Menschen, die gibt plötzlich geistliche, klare Orientierung, die gibt Freude am Herrn, die lässt den Blick wieder auf den Herrn Jesus und seine Gnade frei werden, wo der vorher durch alle möglichen Nebel verhüllt war. Ja? Und das ist das, gesunde Lehre heißt gesund machende Lehre. Und die gesunden Worte aus 2. Timotheus 1, das sind gesund machende, heilsame Worte. Und das brauchen wir ganz dringend. Ja? Und das ist eben auch im 1. Timotheusbrief so dieser Akzent. Ja, da heißt es 1. Timotheus 4, Vers 6, das sind Dinge, die müssen wir studieren, wenn wir frei werden wollen. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Und im Titusbrief lesen wir eben diesen Schlüsselbegriff gesunde Lehre auch. Ja. Von einem Ältesten wird verlangt, Vers 9, Titus 1, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Also es bedeutet jetzt nochmal, das einzelne Bibelwort muss ausgelegt werden im Licht des Zusammenhangs der anderen Worte, sodass es in die Lehre eingebettet ist und nicht einfach rausgerissen wird und irgendwas daran behauptet wird, was gar nicht in der Bibel wirklich gelehrt wird. Ja? Also, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist eine Aufgabe, die heute so wichtig ist, ja, dass wir selber gegründet werden im Wort und dass wir dann auch in der Lage sind, andere mit dem Wort zu helfen, andere zu ermutigen, aber auch andere zurechtzubringen. Da geht es nicht um ein überhebliches Korrigieren oder an jemandem rumzerren, sondern es geht darum, einem kostbaren, bluterkauften Kind Gottes wieder den klaren Blick auf die Wahrheit Gottes zu eröffnen und ihm zu helfen, dass er die Wahrheit wieder erkennt, wo seine Sicht ein Stück verstellt gewesen ist. Ja? Und das ist ein Dienst, den wir aneinander tun dürfen und wo wir auch in der Fürbitte wirklich für irregeführte Mitgeschwister tätig sein sollten. Ich möchte das nur kurz erwähnen, dass es eben verschiedene Verführungsströmung gibt. Wir haben jetzt hauptsächlich über die charismatische Bewegung gesprochen, die ja eine sehr, sehr, also Pfingst- und charismatische Bewegung, eine sehr weit verbreitete Verführungsströmung ist. Und rein nach Mengen gerechnet, müssten sie recht haben, denn sie prahlen damit, dass sie mit 600 Millionen weltweiten Anhängern die zweitgrößte Kraft in der Christenheit sind, direkt nach der katholischen Kirche. Die haben 1,2 Milliarden Anhänger. Ja? Aber da sind dann alle möglichen Leute drunter, die im Grunde Spiritisten und Animisten in Afrika und Lateinamerika sind, die in pseudocharismatischen Gemeinden sind, wo überhaupt kein klares Evangelium verkündigt wird, sondern im Grunde positives Denken, Wohlstandsevangelium, Dämonenaustreibung
und ja, letztlich Gemeinden, in denen die Pastoren handeln wie Medizinmänner. Das hat mal ein afrikanischer Pastor, Konrad Mbewe, gesagt von den afrikanischen charismatischen Pastoren, dass sie im Grund die Funktion von Wunderheilern und Schamanen einnehmen, ja, bei den Menschen. Und dieses Mengenwachstum ist überhaupt kein Beweis von Echtheit, sondern im Gegenteil, alles, was in der Endzeit groß wird und schnell wächst, ist letztlich von der Hure Babylon und nicht von Gott. Ja? Die wahre Gemeinde ist eine kleine Herde und Philadelphia wird gesagt, du hast eine kleine Kraft. Ja, ja, also von daher gesehen, dieser Dienst der Ermahnung, dieser Dienst ist wichtig, aber diese Verführungsströmung ist nicht die einzige. Es gibt eben auch noch andere, zum Beispiel die Bibelkritik, das soziale Evangelium, die ökumenische Bewegung, der Katholizismus, die Allversöhnung, Gemeindewachstumsbewegung. Es gibt also ganz verschiedene Verführungsströmungen und das Kennzeichen der zunehmenden Endzeit ist, die verwachsen immer mehr miteinander. Ja? Also ganz viele charismatische Gemeinden sind auch in der Gemeindewachstumsbewegung. Immer mehr Pfingstler und Charismatiker öffnen sich für die Bibelkritik und für das soziale Evangelium, ganz erschütternd und interessant. Ja? Umgekehrt auch die Ökumene durchdringt alles, sowohl die Evangelikalen als auch die Charismatiker. Alle wollen sie mit Rom zusammenarbeiten. Also da merkt man schon richtig, wie diese Bewegungen so allmählich immer mehr nach Offenbarung 17, 18 zusammenwirken. Ja? Das ist klar. Die Hure Babylon muss entstehen. Der Kern der Hure Babylon ist die römische Kirche. Aber da müssen auch die Evangelischen, die Katholischen, die Charismatischen, die Evangelikalen, Christen, alle müssen sie da hingeführt werden. Und letztlich auch die Hindus und die Buddhisten und die Moslems, alle bilden eine Welteinheitsreligion unter Führung der römischen Kirche. Das scheint mir so ein Stück das Bild von der Hure Babylon zu sein, wie es in Offenbarung 17 und 18 geschildert wird und auch viele andere bibeltreue Ausleger sind der Überzeugung. Und die charismatische Bewegung ist eine von diesen Bewegungen, die die Menschen loslöst vom Wort und von Christus und hinführt zu Zeichen, Wundern und Gefühlen und zu dieser schwammigen Einheit, wo eigentlich Lehre gar keine Rolle mehr spielt. Hauptsache, man glaubt irgendwas an irgendeinen Jesus. Ja? Das ist übrigens auch der kleinste gemeinsame Nenner der Allianz, wo inzwischen schon Verhandlungen geführt werden mit den Neuapostolischen und mit den Adventisten, wo also auch klassische Sekten schon mit hineingenommen werden, in den USA sogar die Mormonen mit hineingenommen werden. Es ist ganz egal, welcher Jesus, Hauptsache irgendeiner. Ja? Und das ist genau diese prinzipienlose Einheit, die letztlich zu Babylon führt und die eben von Gott verworfen wird. Und auf der anderen Seite gibt es nur wenige nüchterne, bibeltreue Christen, die am Herrn noch festhalten, die das biblische Evangelium noch verteidigen. Und es wird einmal ein ganz wichtiger Glaubenssatz sein, der trennen wird, ja, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für ein abscheulicher Alleinvertretungsanspruch, ja? So heißt es heute. Da kann man doch gar nicht sagen, dass der Weg nur Jesus Christus sei. Aber ja, natürlich, es gibt keinen anderen Weg. Ja? Und das sind genau die Punkte, wo allmählich alles verschwimmt und die Grenzen verwischt werden und man versucht, ein falsches Evangelium und einen falschen Jesus zu installieren. Und da müssen wir wachsam sein. Da müssen wir aufpassen. Ja? Und wir haben genauso eben verschiedene Kanäle der Verführung. Falsche Propheten haben wir heute gesehen, aber es gibt auch falsche Lehrer. Steht 2. Petrus 2, dass falsche Lehrer verderbenbringende Irrlehren einführen. Es gibt falsche Apostel, ja, und es gibt ein falsches Evangelium, Galater 1. Diese Einflüsse gibt es und wir müssen umso mehr bemüht sein, am Wort und am Herrn festzuhalten und uns auch wieder neu auf das Wort auszurichten. Und deswegen Buße bedeutet ganz konkret, wenn man verführt war, dass man seinen eigenen Anteil an der Verführung, seine Schuld vor Gott, auch die Schuld, zum Beispiel Götzendienst betrieben zu haben. Ich habe magische Gebete gesprochen. Ja? Wir waren in der Wort des Glaubensbewegung. Wir haben gar nicht mehr gebittet, sondern wir haben nur noch geboten und in Existenz gesprochen und im Grund magische Dinge gemacht. Ich setze jetzt frei.
das und jenes über dem Menschen oder über der Gemeinde und wir binden den Teufel und wir setzen frei das Reich Gottes. Das ist alles Magie. Ja, das sind keine Gebete, aber es hört sich so fromm an. Ja, und da mussten wir Buße tun und sagen, Herr Jesus, vergib uns. Ja, wir wollen wieder neu lernen zu bitten. Bittet den Vater, nicht gebietet und ihr könnt wie die Götter alles in Existenz sprechen. Das ist die Verführung des Teufels. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt auch selber Dinge proklamieren und sie passieren. Ja, das ist Magie. Ja, das Kind bittet den Vater und der Vater gibt in seiner Gnade das, was für uns gut ist. Total andere Welt. Aber es klingt doch so fromm. Ja? Man hat gedacht, man ist in einem Überchristentum und in Wirklichkeit ist man in einem Pseudochristentum, in einem christlich angestrichenen New Age gelandet. Ja? Das sind so diese Dinge, das muss man auch vor Gott bekennen und bereuen und wirklich Buße drüber tun mit unserem ganzen Herzen, dass wir der Verführung geglaubt haben, ja? Dass wir uns geöffnet haben für falsche Dinge, dass wir die Stimme des guten Hirten erst einmal nicht gehört haben und nicht unterschieden haben von der Stimme eines anderen. Das ist Schuld, das ist Versagen. Der Herr ist da barmherzig und weiß, dass es oftmals jungen Christen passiert ist, die erst frisch bekehrt waren, ja, die jetzt nicht große Schuld deswegen haben, aber es ist gut, sich zu beugen und zu demütigen vor Gott, wenn man merkt, ich bin verführt worden. Ja? Und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern hier, wir sind erstmal verantwortlich. Ja? Und dann müssen wir auch vielleicht uns lossagen, ganz bewusst im Namen Jesu Christi, von falschen Dingen, von Kanälen, wo der falsche Geist und die Verführung eingedrungen sind in unser Herz und unser Leben. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ja, dass eben zum Beispiel, wenn wir die Hände aufgelegt bekommen und fallen rückwärts um und fallen in Trance, das ist eine dämonische Befleckung und Belastung. Da müssen wir uns lossagen von dem falschen Geist und auch von solchen Handauflegungen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Buße beinhaltet einen klaren Trennungsstrich. Dort, wo wir falsche Geister eingeladen haben, müssen wir Buße tun und einen klaren Trennungsstrich ziehen und einfach uns auch von diesen Geistern und von diesen Geisteseinflüssen und auch von gewissen Gurus lossagen im Namen Jesu Christi. Und auf der anderen Seite uns wieder ganz neu an den Herrn Jesus binden. Er allein ist unser Herr, der uns wirklich auch Halt gibt, der uns stärkt und der uns weiterbringt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da bereit sind, wirklich ganz uns auch dem Herrn Jesus hinzugeben. Ja? Und das ist, denke ich, auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Auf der einen Seite zur Buße gehört dann auch dazu, dass ich eben mein Denken neu ausrichte am Wort Gottes, dass ich also studiere und erforsche in der Schrift und ohne Fleiß und gründliches Studium und auch das Bemühen um gesunde Lehre, deswegen auch meine Empfehlung von diesem Kommentar, kommen wir nicht richtig frei. Ja? Es ist auch, man kann auch halb stecken bleiben. Ja? Es gibt manche Ex-Charismatiker, die bleiben ein Stück stecken, weil sie nicht konsequent in der Buße sind und sind dann, ja, tingeln dann so irgendwo in dem neoevangelikalen Bereich umeinander, wo es so halb charismatisch, aber nicht ganz charismatisch ist. Oder sind überhaupt nirgends mehr. Ja, das gibt es auch, dass Leute einfach für sich bleiben und sich nur noch aus dem Internet ernähren und aber nicht wirklich gesund werden im Glauben. Also wir müssen ganze Sache machen mit dem Herrn. Und wenn wir nicht wirklich uns dem Herrn ausliefern und ganz neu bereit sind, auch diesen Weg des Kreuzes zu gehen, dann wird wahrscheinlich so eine Ablösung nicht wirklich konsequent funktionieren. Ja, also Buße, Trennung von dem Verführerischen ist eine Sache, aber neue Hinwendung zum Herrn Jesus und ein Leben in der biblischen Kreuzesnachfolge ist eine andere Sache. Eine große Verführung, die mir im Nachhinein bewusst geworden ist bei den Charismatikern, ist, dass wir ein Stück weit bestrebt waren, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi zu bekommen, aber nicht bereit waren, den Preis zu bezahlen. Und der ist laut Römer 6, ich bin mit Christus gekreuzigt und gestorben.
meinen Lüsten und Begierden gekreuzigt und gestorben und auferweckt zu neuem Leben in Christus. Das ist etwas anderes. Wir haben versucht, diese Kraft durch Zufluss von falschen Geistern, durch Handauflegungen und andere Dinge zu bekommen. In Wirklichkeit, die biblische Kraft des Heiligen Geistes ist in uns, aber sie entfaltet sich erst, wenn ich in der richtigen Haltung gegenüber Christus bin. Und es bedeutet, mit ihm gestorben, gekreuzigt und gestorben, mit ihm auferweckt, in ihm bleibend, in seinem Wort bleibend, so bringe ich Frucht und so empfange ich biblische Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die wirklich auch gesund macht und die wirklich auch durchträgt. Ja? Also das sind so Dinge, ich muss also mein Verhältnis zum Herrn, mein Verhältnis zur Welt, mein Verhältnis zu mir selber wirklich radikal verändern. Die Charismatik ist schamlos weltlich und fleischlich. In der Charismatik hört man ganz oft so Dinge wie liebe dich selbst, nimm dich selber an. Ja, ich habe das schon mal gesagt, da werden dann so Ratschläge gegeben, stehe jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Ja? Und das ist Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstverwirklichung. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was der Herr Jesus sagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ich möchte es nur mal lesen, damit wir das auch im Hinterkopf behalten. Wir können da nicht ausführlich drüber reden, was in Römer 6 steht. Aber das ist biblische Wandel in Christus, in der Kraft des Christus. Römer 6, Abvers 4. Wir sind also mit ihm, mit Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt also keine Heilung und Befreiung von diesem falschen Weg, wenn wir uns nicht auch bewusst dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen und in der Kraft seiner Auferstehung für Christus leben statt für uns selbst. Das ist sozusagen die positive Ergänzung zu diesem negativen Schritt, schneide alle Bindungen an den falschen Geist ab. Ja? Neue Hingabe und Weihung für Christus. Römer 12, Vers 1 sagt uns das ganz deutlich. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und in Römer 6 lesen wir, was das bedeutet. Wenn ich Gott, mein Leib und meinen Geist und alles zur Verfügung stelle, dann kann ich nicht mehr selber darüber verfügen. Dann hat er das Recht zu entscheiden, was ich tue, wie er mich einsetzen will. Und genau das ist biblische Christusnachfolge. Ich lese es nochmal aus Römer 6, Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja? Und das hat etwas mit Gehorsam zu tun. Vers 17 in Römer 6. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und das heißt, als Sklaven, als Leibeigene dienstbar geworden. Also die biblische Haltung ist, ich gebe mich dem Herrn hin und stelle mich ihm zur Verfügung, dass er mich von nun an gebrauchen kann. Und ich stelle mich auf sein Wort und lasse mich durch sein Wort leiten, statt durch meine Gefühle und Visionen und Eindrücke. Und ich will bereit sein, zu leiden, mich selber zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Und dann lebe ich so, dass Christus in mir Gestalt gewinnt und in mir das wirken kann, was ihm gefällt. Und dann werde ich gesund. Dann bringe ich Frucht
für den Herrn. Und darum geht es ja letztlich. Er hat uns erlöst für sich selber, damit wir seinen Namen verherrlichen und für ihn Frucht bringen. Und wenn wir in diesem Irrtum waren, das ist eine der großen Nöte in der Charismatik, wir bringen keine rechte Frucht. Wir leben nicht zur Ehre des Herrn, sondern in vielen Dingen tun wir Dinge, die dem Herrn verunehren. Obwohl natürlich der Herr auch weiß, was wir in unserer Einfalt wirklich für ihn getan haben und wo wir auch vielleicht wirkliche Frucht gebracht haben. Das ist ja durchaus bei echten Gläubigen der Fall, auch wenn sie in dieser Verführung waren. Aber die richtige Ausrichtung auf den Herrn, die Frucht bringt und die den Herrn ehrt, die können wir erst gewinnen, wenn wir frei geworden sind aus dem Fallstrick der Verführung und wenn wir wirklich gelernt haben, unser Leben in der echten Christusnachfolge zu führen. Und das beinhaltet auch eben Nüchternheit, ein Leben im Glauben statt im Schauen, Abschied nehmen von der Sehnsucht nach schönen Gefühlen, nachdem ich will Jesus spüren und schauen und innere Heilung, ich will da diese ganzen magischen Techniken, ich will mir Jesus vorstellen, wie er in meiner Kindheit bei mir ist, lauter solche Dinge, von dem müssen wir uns verabschieden und im Glauben ergreifen, in Christus habe ich alles. In Christus habe ich die Fülle an Gnade, Heilung, Frieden, Kraft, Weisheit. Der Herr Jesus gibt mir alles so, wie es mir Not tut und wie er es zuteilt. Und wenn ich auf ihn ausgerichtet bleibe, dann bin ich wahrhaft glücklich und habe die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kann ich Frucht bringen, dann kann er mich gebrauchen. Und das möchte unser Ziel sein, dass wir lernen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen, nachdem wir vielleicht vorher ein Stück gefangen waren in allerlei Fallstricken der Verführung. Und der Herr Jesus kann das tun. Wenn wir ihm uns anvertrauen und die Wege gehen, die sein Wort lehrt, dann werden wir gesund werden und dann werden wir Frucht bringen. Vielleicht zum Abschluss aus Johannes 15, diese schönen Verse, die der Herr den Jüngern gesagt hat, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Amen.